Ja, ich hatte... Wow. Ich hatte damals Super Mario 64 für das Nintendo 64, denn das ist das allererste Spiel, das ich für das Nintendo 64 hatte. Das ist eine tolle Geschichte, weil damals hatte ich noch ein Super Nintendo. Und, ja, für dieses Super Nintendo wollte ich eigentlich, Super Mario Kart haben. Oder, also das Mario Kart Spiel dafür. So, das sollte mir eigentlich zum Weihnachtsgeschenk gemacht werden und dann wurde plötzlich klar, ups, das ist ja gar nicht das fürs SNES, das ist, das was gekauft wurde, war dann das fürs, Nintendo 64. Klappt das? Oh, komm schon, noch ein höherer Abschusswinkel. Na, wie auch immer, jedenfalls wurde deswegen gesagt, na okay, wir kaufen uns ein N64, wenn das schon der Fall ist, so. Ja, und weiß ich nicht, dann sind wir da los, erst in so einen Quelle-Shop, weil damals hat man noch über sowas bestellt, gab ja noch nicht so Internetbestellungen. Und naja, da hätte es dann noch ein paar Tage gedauert. Wow. Wow. Und das war mir ein bisschen zu lang. Also sind wir noch 20 Kilometer weitergefahren zu einem Expert und haben uns dort dann ein Nintendo 64 gekauft und... Oh, das gibt's doch nicht! Ich schaff das noch. Wenigstens etwas habe ich getroffen. Ich muss nur wirklich erstmal den treffen. Die anderen schaffe ich dann schon noch. So. Also, ja, sind wir dahin und dann war die Entscheidung. Welches Bundle nehmen wir? Nehmen wir das Super Mario 64 Bundle, für welches ich mich entschieden habe, oder das Donkey Kong 64 Bundle, für das sich mein Bruder entschieden hatte? Dadurch, dass ich der Hauptzocker in der Familie war, war ich zum Glück derjenige, obwohl ich der Jüngere bin von uns beiden, derjenige, der dann am Schluss endlich diese Wahl gewonnen hat. So, ein Versuch noch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann lasse ich es bleiben und hol mir einen anderen Stern. So. So würde ich sagen. Hüppa! Komm schon, komm schon, komm schon und es klappt! Yeah! Alter Schwede. So, der ganze Witz an der Geschichte ist jetzt gewesen. Wir hatten ein Nintendo 64, ich hatte Super Mario 64, hab's dann auch relativ schnell relativ schnell, ich glaube nicht. Hat noch eine Weile gedauert. Ich weiß noch, ich habe den letzten Boss besiegt. Das war, da hatte ich gerade einen Kumpel zum Spielen dabei, weiß ich nicht, bei mir zu Hause eingeladen. Der wollte gerade gehen und zack, hatte ich's geschafft. Den Bowser ein letztes Mal aus der Arena zu befördern. Nee, in eine Bombe zu stoßen. Aber gut, dazu mehr später. Ah, jetzt schaffe ich es nicht mal, dieses Loch zu treffen. So. Nein, was ich sagen wollte. Der Witz an der ganzen Sache, wir hatten einen Nintendo 64 und, ach, komm. Ich muss dieses Loch treffen. Das passiert mir doch sonst nicht. Wir hatten das Nintendo 64 und dann kam Weihnachten und ja, unterm Weihnachtsbaum lag natürlich das schöne, lang ersehnte Super Mario, nee, das Mario Kart 64, das fälschlicherweise gekaufte. Ich mach die Packung auf und sie war leer. Es war kein Super Mario, kein Mario Kart 64 drin, sie war einfach völlig leer. So, jetzt mache ich erstmal hier rein, das da. Ja, das war jetzt gerade nur ein Treffer, toll. Hätten ja wenigstens zwei sein können. Na gut, weiter. Also mussten wir, naja, weiß ich nicht, so 200 Kilometer bis nach Halle an der Saale fahren, um dort das Spiel umzutauschen, weil dort eben meine Großmutter gelebt hat, die mir das Spiel gekauft hat, in einem Realmarkt. Die wahrscheinlich, weil die haben ja so diese Praxis, dass, jetzt schaffe ich nicht mal mehr das. Die haben die Praxis, dass sie die Spiele aus den, die Cartridges aus den Spielhüllen entfernen. Was ich sehr blöd finde, vor allem für Sammler. Und ja, das ist mir dann sozusagen zum Verhängnis geworden, dass, meine Oma nach dem
Kauf nicht noch zu der Information gegangen ist und die Cartridge geholt hat. Nun, stattdessen haben wir uns dann Super Mario, wie hieß denn das? Mario Party geholt. Und das war auch ein schönes Spiel. Nein, das war wieder nichts. Na super. Und es war auch wirklich das erste Mario Party und ich kann mich noch gut dran erinnern, davon hatte ich sogar das Mario Party Markenzeichen auf der Hand. Und zwar eine kleine Wunde, die davon kommt, dass man auf den Analogstick, Moment, so die Hand legt und dann dreht. Und dadurch, dass der Analogstick so ein bisschen... Ja, meine Hände taten dann weh. Das waren schöne Erinnerungen. Oh Mann. So, jetzt muss ich aber immer noch versuchen, hier irgendwie mal was hinzubekommen. Und zwar versuche ich, versuchen wir es mal ein bisschen höher. So hier. Und dann bin ich zu hoch. Ich fasse es nicht. Ach, komm schon. Ich weiß, das dauert gerade viel länger als das es sollte. Oder so ähnlich. Ja. Jetzt renne ich auch noch in den Reihen. Boah. So. Upsa. Na, sieh mal einer an, dass ich dir die Geschichte mit Mario Party wohl schon mal erzählt habe. Schade. Mir fällt auch nichts Neues mehr ein. So. Aber. Okay, wie hoch gehen wir jetzt? Wir gehen... Ach nee, ich wollte nicht höher, ich wollte... Und es ist immer noch zu hoch, ich fasse es nicht. Okay, das ist jetzt doof. Oh Gott, ich war dein Erster? Oh, das ist ja süß. LPA. Nun gut, mache ich das hier jetzt wirklich... Ist das nicht langweilig? Die ganze Zeit rumprobieren, bis man mal vielleicht irgendwann was trifft. Oh, ich war bei mehreren Leuten der Erste. So. Gern geschehen. Dafür, dass ich... Ja. So, versuchen wir es mal auf der Höhe. Jetzt schaffe ich's. Ja, endlich mal wieder ein Fortschritt. Welche fehlen mir denn jetzt eigentlich noch? Ich glaube, weiter unten. Boah. So, hier gehe ich einfach durch. Der wird mich schon nicht kriegen. Gut. So, hoppa. Okay, es fehlen uns nur noch zwei von diesen Münzen und dann habe ich wenigstens schon mal den Stern freigeschalten. So, und jetzt versuche ich es einfach mal da. Es wäre was geworden, wäre es ein bisschen weiter oben höher gewesen. Und hopp. Mann, was man hier so für Sachen erfährt. Also, was ich jetzt gerade im Chat über meine Zuschauer lese, das ist ja süß. Moment, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber glaubst du wirklich, dass es uns stört, wenn du hier länger brauchst? Nö. Ich glaube, das stört nicht. So, wie war das jetzt? Muss ich höher oder tiefer? Tiefer! Ja, tatsächlich, tiefer. Man konnte so eine Mario-Mütze, so eine Mütze mit Flügeln kriegen und ich weiß auch, wie das geht, aber ich glaube, dafür habe ich noch nicht genug Sterne und wenn doch, naja, dann wusste ich das jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob wie viele Sterne das freigeschaltet wird, dass man dieses Level besuchen kann, um ehrlich zu sein. Und hopp.
Ach, so sieht's aus. Da hat man einfach bei mir geluncht, was die Rätselslösungen angeht bei Professor Layton. So, ich denke, so wird's sein, oder? Tada! Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Ich will daneben springen, ja. Das hat einen Grund, ich möchte nämlich eigentlich noch Münzen sammeln. So. Kommt da jetzt eigentlich noch was raus, wenn ich das wegstampfe, oder ist das beides eins? Erstmal muss ich es wegstampfen dafür. Ah ja, genau, High Five! Wir haben es geschafft, wir haben endlich diesen Stern freigeschalten, aber ich möchte noch einen Stern, damit ich hier wirklich alles komplett habe. Es gibt hier nämlich in jedem Level einen 100-Münzen-Stern. Ja, es hat durch mich wieder länger gedauert als normal. Das kennt man doch schon von Layton und... Ja, ich lasse manche Sachen gemütlich angehen oder ich nehme den schweren Weg. Das ist einfach so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Stimmt, die rote Box auf der Insel, die ist dafür da, dass man diesen Flügel-Mario bekommt. Ups. Wow. So, und da noch Münzen. Und dafür gibt es hier sogar ein Leben. Dankeschön. So, jetzt werde ich mal versuchen, noch irgendwo Münzen aus den Gegnern rauszupressen, aber es gibt natürlich noch andere Wege, aber... Na komm. Brumm. So, ob ich mit dem auch das da kaputt kriege? Tatsache! Ja, gut. Das war irgendwie sogar ein bisschen offensichtlich. Brumm. So, wir haben 57 Münzen. Das heißt, es fehlen immer noch 43, meine Güte. Ist noch eine Menge. Das waren zwei. Oh! Da fällt ihm der Bob-Omb aus dem Mund. Das gibt's ja nicht. Blöpp. Und du auch. Blöpp. Und du auch. Blöpp. So. Hier gibt's noch ein paar Münzies. Tralalalala. Da brauchen wir nichts. Oh. Schwupp. So. Na gut. Jetzt würde ich ja eigentlich gern noch ein paar andere Boxen aufbrechen, aber da komme ich nicht weit genug. Schaffe ich nie. Aber ich will noch ein bisschen was anderes tun und zwar, so. Und jetzt schaffe ich das, den zu treffen damit. Boing. Das ist meins. Und jetzt bitte, wo bist du? Ah, da ist er. Und jetzt muss ich nur noch seine blaue Münze finden. Wo ist seine blaue Münze? Ah, da, nein, 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 nein. Oh, ich fasse es nicht. Jetzt habe ich es mir unnötig schwerer gemacht. Denn blaue Münzen bringen 5 Münzen. Wie wir alle wissen. Boing. So, noch 2 Münzen. Okay, fehlen uns nur noch 22. Die werden ja wohl noch irgendwie ein Klacks werden. Aha. Ja, nun weiß ich, warum die Leute bei mir größtenteils nur Layton schauen und nicht irgendwelchen anderen Kram. Genau, Mark ist schuld. So einfach ist die Erklärung. Höp. Höp. So, ich wette, mit dem kann ich das nicht kaputt machen. Aber Moment mal. Genau, versuchen wir es doch mal so. Nö, klappt auch nicht. Und höp. Na, die Doppelmünze hole ich mir. Und zack. So, 19 Münzen noch. Ist das überhaupt physikalisch noch möglich? Ich denke ja.
Seit Professor Layton mag ich Visual Novel Games auch. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Puh. Oh, bitte lass noch irgendwo 19 Münzen rumschweben.